In Gelsenkirchen-Altstadt lebt die sechsköpfige Familie von Tatjana und Michael. Ihr größter Wunsch? Umziehen. Und es hat sich endlich was ergeben. Ja? Guten Morgen. Ich gebe einfach meinen Mann. Hier, der Vermieter. Ja, hallöchen. Morgen. Ja, ich warte unten halb zwölf hier unten. Und wenn es noch nicht da ist, dann warte ich noch, bis du kommst. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Das war der neue Vermieter, der mich jetzt gleich abholt um halb zwölf. Und dann fahren wir mit Teppiche holen und Farbe holen. Er bezahlt uns das. Das ist ein Privater, der sich die Häuser mal gekauft hat hier in Gelsenkirchen, drei Stück. Und jetzt macht er aus zwei kleine Wohnungen eine große Wohnung raus. Die Hartz-IV-Empfänger haben die Wohnung gestern spontan besichtigt und sofort zugeschlagen. Der Mietvertrag wurde direkt unterschrieben. Auch beim Jobcenter hat Tatjana gleich alles in die Wege geleitet. Das Amt hat sofort gesagt, wir können sofort die Wohnung haben. Und haben sie auch genommen. 760. Warm, ne? Ja, nee, das ist nicht warm. Das ist nur mit Nebenkosten. Ja, gut, 760 mit Nebenkosten. Von den Räumlichkeiten ist es groß genug. Schöner wäre, wenn alle Räume vom Korridor ausgehen. Aber wenn man danach sucht, findet man nie eine Wohnung. Aber das Schöne ist auch, dass die diesmal nicht so hoch ist und auch ein Hof dabei ist. Ihre aktuelle Wohnung befindet sich in einem desaströsen Zustand. Alle Versuche, mit dem Eigentümer Lösungen für die Probleme zu finden, sind fehlgeschlagen. Ein neues Schloss für die kaputte Wohnungstür hat Michael sogar aus eigener Tasche bezahlt und eingebaut. Ihr neuer Vermieter hingegen scheint ein echter Glücksgriff zu sein. Er geht sogar auf die individuellen Wünsche der Familie ein. Noch weiter zurück. Ja, erstmal den Teppich. Das ist PVC. Ne? Ja, aber erstmal musst du auf den Teppich gehen. Teller, den Teppich, ne? Den hier, ne? Den willst du haben, ne? Autoteppich. Gut. Dann würde ich sagen, den einmal. Er hat gesagt, Teppich oder wenn wir Laminat genommen hätten, kann ruhig 10 Euro oder 15 Euro kosten. Sagt er, umso teurer, umso besser ist das für ihn. Weil wenn wir wirklich mal irgendwann mal wieder ausziehen, kann er für den nächsten wieder vermieten und hat einen vernünftigen Boden drin. Keine Drehung mehr. Sagt er, ob ich jetzt 8 Euro ausgib oder ich gebe euch jetzt 10 oder 15 Euro aus. Sagt er, ist ihm egal. Sagt er, nur dafür vernünftig haben. Ist das Drehung? Nein. Mit dem haben wir halt wohl einen guten Schuss gemacht. Mit dem Vermieter. Ich bin sehr froh, dass wir weiter ein bisschen hinter uns haben. Dass wir nächste Woche endlich in einer anderen Wohnung sind, für eine vernünftige. Und im Erdgeschoss. Wir haben jetzt hier Sachen ausgesucht, meine Frau und ich. Und er stimmt dann halt zu. Er hat auch zugestimmt. Er hat gesagt, sucht euch was aus und dann ist er in Ordnung. So einen Vermieter habe ich noch nicht erlebt, der gesagt hat, sucht euch was aus, was ihr wollt. Der hat gesagt, wir können machen, was wir wollen. Wir können Laminat haben, wir können PVC haben. Er bezahlt uns das alle. Und dann nehmen wir das auch gerne an. Gemeinsam mit dem Vermieter will Michael daher ins Einrichtungshaus. Wir müssen noch ein bisschen was machen drüben. PVC schneiden mit einem Kollegen. Und dann ist die Wohnung drüben fertig. Ja gut, außer Küche muss auch mal nachgestrichen, Küche muss gemacht werden. Ich denke mal schon, dass das schön wird. Ja, also ruhiger hier an der Straße. Ja, morgen kommt noch der sogenannte Hausmeister, macht ein neues Waschbecken dran, weil die ja vorher gewohnt haben, haben das Waschbecken demoliert. Waschbecken demoliert, Rauchmelder geklaut, im Haus wurde eine Lampe geklaut. Was war da noch? Wasserkasten. Wasserkasten ist komplett geklaut worden. Voll Schlötter, ne? Und der eine ist ein bisschen kaputt, der tut auch erneuern. Aber man muss sagen, der Vermieter macht ja. Der kommt ja sofort. Ich rufe den an und sag, pass auf, das und das. Kein Problem, ich komme vorbei. Machen wir. Ja, das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Man weiß, man hat einen Vermieter, der auch was machen tut. Der sagt, ist kein Problem, ich komme. Mach euch das und dann ist es gut. Vielleicht haben wir ja mal Glück im Leben. Dann beim Hof, den kann ich mir schön sauber machen, hat er gesagt. Da können die Kinder, wenn es warm ist, können wir einen Pool aufstellen. Da können die Kinder im Pool gehen, wir können da grillen. Also ist schon ganz gut, nicht wie hier. Die neue Wohnung in Gelsenkirchen-Schalke ist ebenfalls 125 Quadratmeter groß. Und die Mietübernahme wurde bereits vom Jobcenter bewilligt.
Ja, bei uns ist alles geklärt. Die hat mich angerufen und hat gesagt, okay, dann habe ich alles schriftlich bekommen, dass wir die Wohnung anmieten können. Hier ist das sogar. Moment. Ja, das ist das sogar, dass das angemessen ist, die Wohnung. Die Renovierungskosten übernimmt das Amt dagegen nicht. Darum kümmert sich jedoch der Vermieter. Also ich mache erstmal drei Kreuze, wenn alles fertig ist und alles steht. Ich mache drei Kreuze, wenn alles unten ist, was unten sein muss. Und dann nicht mehr hier hochlaufen muss. Nur noch schön Erdgeschoss. Es scheint aufwärts zu gehen für Michael und Tatjana, die sich so sehr für sich und ihre Kinder ein schönes Zuhause wünschen. Hier kommt von dem Bett ja nur ein Teil mit, das kriegt ja die Lara. Die andere Seite geht ja auf den Müll. Sperrmüll. Egal, geht mit. Ja, das kann man schon die Tage mitnehmen. Ja gut, die Nächtchen gehen noch mit. Ja. Die braucht man ja. Die komplette Küche. Alles, Küche, was hier drin steht. Die Küche wird als erstes runtergebracht, ne? Mhm. Hier geht alles mit, außer die Couch. Die bleibt hier. Die geht auch im Sperrmüll. Und dann kommt da schon vielleicht Mittwoch die neue. Die war runtergesetzt. Von 800 auf 400. Und auch ein bisschen größer. Schlaffunktion. Boah, hier ist kalt drin. Boah. Ja, nachher Heizung reintun. Hier kommt das Bett. Und sonst gar nichts. Und auch die Schränke, ja, und die Regale. Weil die Mädchen im Zimmer, da kommen andere Teile hin. Die sind jetzt auch nicht so teuer, aber da kann man auch Sachen reinmachen als Sachen. Hier die Lampe. Ja, die Lampen gehen alle mit. Ja, und bei Taylor kommt eigentlich alles komplett mit. Wir haben ja diesmal keine Umzugsfirma, ne? Das wäre auch viel zu kurzfristig. Das dauert ja, man muss ja beim Jobcenter wieder drei Kostenvorschläge und alles. Und die Jenny hilft uns, dann kommen noch Kollegen von denen, dann kommt noch ein Kollege von uns. Die helfen umsonst. Wenn man gute Kollegen hat und Freunde oder Familie, natürlich helfen die auch dann umsonst. Dafür kann man denen ja wieder im anderen Gegenzug helfen, wenn die Hilfe brauchen. So wie es aussieht, werden die Hartz-IV-Empfänger viele helfende Hände brauchen. Ey, hm? Mach mal, Karton aufbauen. Ich habe das letzte Mal versucht, keine Ahnung. Ich bin da schon wieder raus aus der Übung, Kartons aufzubauen. Diese komischen Kartons. Dabei ist der letzte Umzug noch gar nicht so lange her. Den Mietvertrag für ihre jetzige Wohnung wollen die Hartz-IV-Empfänger nicht offiziell auflösen. Was du eben, ich muss mal kurz austreten. Hä? Ja, ich muss austreten. Was austreten? Austreten. Mhm. Da musst du, ehrlich. Wir brauchen nicht kündigen. Wir waren auch beim Rechtsanwalt. Wir haben dem Rechtsanwalt alles geschildert. Und der Rechtsanwalt hat gesagt, ihr könnt sofort ausziehen, ohne drei Monate Kündigungsfrist einzuhalten. Durch die ganzen Mängel hier, ne? Können wir das, brauchen wir nicht einhalten. Die Hausmeisterin, die weiß doch, dass wir ausziehen. Die wird ihnen halt bestimmt schon gesagt haben, ne? Außerdem erreicht meine Vermieter doch sowieso nicht. Da kannst du, warte mal, da kannst du erstmal das reinpacken, die U-Hefte schon mal von den Kindern. Ich wollte die eigentlich da drin lassen, mal erstmal, ob man die nicht mehr braucht. Nee, die kannst du schon mal da mit reintun, bei den Ordner. Lass mal so, dann mache ich da den Klebestreifen drum. Hat man so fest, ich hab mal ein Stück Klebeding, hab ich noch da. Ja, warte, du brauchst aber nicht einen Ordner von der Bilderalbum von Amelie so da drauf packen. Da in der Ecke. Das ist bestimmt schwer. Ne. Nein? Nein, nein, nein. Eigentlich darf Michael mit seiner kaputten Bandscheibe maximal 10 Kilo heben. Hier kündigt sowieso keiner im Haus. Hier ziehen sie alle aus. Allein schon wegen die ganzen Mängel, alle waren schon mal Rechtsanwälte. Und trotz Rechtsanwälte macht er nichts. Das Problem ist jetzt wiederum, ob die E-Mail rausgegangen ist. Das weiß ich nicht. Welche E-Mail? Ja, mit dem Mietvertrag. Weil die sind so überlastet, was E-Mail betrifft, da steht dann, die E-Mail ist in Warteschleife. Wenn ich rufe da gleich mal an und frag mal nach, ob der das schon mal bearbeitet hat. Der 49-Jährige hakt bei seiner Sachbearbeiterin nach, ob sie schon den unterschriebenen Mietvertrag vorliegen hat. Die Wohnungsinfos sind dem Jobcenter bereits bekannt und die Mietübernahme wurde auch mittlerweile bewilligt. Ja, guten Tag, ist mein Name. Ich habe mal nur eine Nachfrage. Mhm.
Meine Frau hat am Freitag eine E-Mail nach euch geschickt. Dann wollten wir schon fragen, ob die schon bearbeitet worden ist. Okay, am Freitag. Also 3 bis 4 Tage dauert das normalerweise, bis sowas vorliegt. Aber ich kann gerne mal reingucken. Das wäre lieb. Weil wir eine Bearbeitungszeit von 10 Werktagen haben. Mhm. Ja, da geht nur darum, weil ihr braucht ja diese, wir haben euch diese Bescheinigung geschickt mit unterschriebenem Mietvertrag. Mhm. Da wollten wir nur wissen, ob das auch schon eingegangen ist bei euch. Also die Unterschrift ist auf jeden Fall mit dabei. Ja, das ist ja das Wichtigste. Genau, richtig. Alles klar. Dann bedanke ich mich. Ja, danke. Tschüss. Ja, sie sagt, wenn das noch mehr Seiten sind, dann muss sie den Rest noch nachschicken. Ja. Aber die Seite mit der Unterschrift ist eingegangen. All the nights been off our faces anyway.